Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Es steht eine neue Saison an, 2022-2023 in der ersten Bundesliga. Es werden Prognosen kommen, in welchem Umfang, das werden wir mal sehen. Der Kanal ist ja vor ein paar Tagen 5 Jahre alt geworden, also Happy Birthday. Danke fürs Reinschalten. Es kann immer sein, dass Transfers, Verletzungen oder sowas nicht ganz aktuell hier mit einberechnet sind. Dann tut mir das leid, lässt sich das aber nicht verhindern. Zudem kann es sein, dass die ein oder andere Rückennummer nicht stimmt. Dann hasst mich bitte dafür auch nicht, sondern wartet dann, bis FIFA 23 draußen ist. Ich könnte die Nummern alle individuell ändern, aber solange kein Torwart mit der Nummer 2 aufläuft, sind die Nummern für mich, muss ich zugeben, eher zweitrangig und es ist ein Krampf, das alles umzustellen. Aber genug gelabert, jetzt geht's los mit dem ersten Spiel. Denkt dran, es ist nur eine Prognose. Schreibt, was ihr glaubt, wie die Partien ausgehen. Jetzt geht's los mit Frankfurt gegen Bayern. Zum Auftakt in die Saison 22-23 trifft Frankfurt auf den FC Bayern München. Frankfurt schlug am Montagabend überzeugend Magdeburg mit 4:0 im DFB-Pokal. Die Bayern gewannen mit 5:3 gegen Leipzig. Da konnten sie vorne brillieren. In der Defensive zeigten sie sich jedoch anfällig. Und auch hier war es zunächst erstmal Neuer, der im Fokus stand. Die erste Möglichkeit hatte Boré in der Anfangsphase. Aber was der FC Bayern da nach vorne gespielt hat, das war schon beeindruckend. Ohne Lewandowski, dafür jetzt mit Mané, der im Fokus stand. Und hier ist dieser Mané. Nach 7 Spielminuten bekommt er die erste Chance. Den ersten Abschluss setzt er ab. Kevin Trapp, der in der Vergangenheit gerne mal die Bayern zur Frustration gebracht hat, hier kann er parieren. Dann diese Szene. Ndicka bekommt den Ball nicht geklärt. Bayern bleibt drauf. Gnabry bringt den Ball in die Mitte und Kimmich markiert das 0:1. 15. Minute, Abwehrfehler. Ndicka muss das anders bereinigen. Trapp ist sogar noch mit den Fingern dran, aber bekommt den nur noch an den Pfosten gelenkt. Führung für die Gäste. Die Bayern übernahmen jetzt. Sadio Mané mit dem schnellen Antritt. Gnabry raus auf Musiala. Mané hat das Auge für Müller. Das ist gut gespielt. 0:2 in der 25. Minute. Es war auch mittlerweile eine sehr effiziente Vorstellung der Bayern. So viele Chancen hatten sie gar nicht, aber die beiden Möglichkeiten jetzt, die nutzen sie doch ziemlich gut. Keine 10 Minuten mehr bis zum Seitenwechsel. Müller auf Sadio Mané und da war es geschehen. 0:3, 38. Minute. Der dreht sich weg. Kevin Trapp sieht etwas unglücklich aus, aber einen Vorwurf kann man ihm da nicht wirklich machen. Die Bayern, sie machten da weiter, wo sie aufgehört hatten. Aber gegen Leipzig war es ja in der ersten Halbzeit auch sehr deutlich. Erst im zweiten Durchgang waren dann defensive Probleme bei den Bayern so richtig präsent. Und so wollten sie schnell zum Anschlusstreffer kommen. Boré bleibt aber hängen in der 50. Minute. Das wäre vielleicht die Situation zur Aufholjagd gewesen, aber er bleibt eben hängen. Etwas später dann wieder Bayern in der Offensive gefragt. Musiala sieht Müller, der hat Gnabry im Auge. Kevin Trapp kann das 0:4 verhindern. Die Zeit schwand und dass es hier ein 3:3 werden würde, daran glaubten die wenigsten. Aber der frisch gebackene Europa League-Sieger, der wollte hier sich auf jeden Fall nicht so ergeben zum Auftakt in die neue Saison. Aber Bayern hatte nach vorne einfach die besseren Antworten. 64. Minute, 0:4. Wurde schon relativ heftig jetzt für die Eintracht. Aber sie spielten weiterhin nach vorne mutig und sie zeigten wirklich gute Ansätze. Es wollte nur nicht mit dem Treffer klappen. Boré, Götze. Und das ist ein bisschen das Bild des Spiels. Chancen waren da, aber sie schafften es nicht, Neuer zu überwinden. Und so heißt es am Ende klar und deutlich 0:4. Misslungener Auftakt für Frankfurt, aber eben auch gegen sehr effiziente Bayern.
Der VfL Bochum wird von vielen als Abstiegskandidat Nummer 1 gehandelt. Gegen Mainz 05 wollten sie das Gegenteil beweisen. Zu Hause, da sind sie ja durchaus eine Macht. Und so wollten sie eben in die Spielzeit starten mit einem Heimsieg gegen Mainz. Die erste Möglichkeit gehörte allerdings den Gästen Karim Onisivo in der Frühphase mit der großen Chance. Aber Riemann hatte etwas dagegen. Mainz setzte sich schon früh vorne fest und hatte auch die spielerischen Antworten parat. Das ist Maxim Leitsch, frisch von Bochum nach Mainz gewechselt. Burkhardt wird gefoult, es gibt aber Vorteil und daraus entsteht die nächste Großmöglichkeit. Wieder ist es Onisivo. Riemann kommt sehr gut raus, macht sich groß und kann den Einschlag dadurch verhindern. Bochum kreierte nach vorne nicht wirklich etwas und hinten waren sie anfällig. Jonathan Burkhardt, 20. Minute, es hätte 2-0, 3-0 stehen können. Der VfL musste sich noch ordnen und richtig sortieren. Sind hier einige Schlüsselspieler gegangen. Aber dann hier Philipp Hofmann, Neuzugang aus Karlsruhe, nach einer halben Stunde das erste Mal in Erscheinung getreten. Wuchtiger Schuss, aber ans Außennetz. Das war die Situation, in der Bochum hätte überraschen können. So ging es mit 0-0 erstmal in die Pause. Immer noch etwas schmeichelhaft für Bochum, aber sie konnten sich etwas stabilisieren im Laufe des ersten Durchgangs. Mainz kam aber wieder besser aus der Kabine. Burkhardt, wieder Riemann. Es war zum wahnsinnig werden. Jonathan Burkhardt, der ist richtig gut veranlagt. Das Einzige, was ihm noch fehlt, ist die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. Aber eben mit Riemann hat er da auch seinen Meister bis dahin gefunden, in einem richtig starken Bundesliga-Keeper. Freistoß aus der linken gegnerischen Hälfte und abermals, man braucht es gar nicht mehr zu erwähnen, Riemann ist auf dem Posten, Onisivo mit dem Kopfball. Der hätte wieder gepasst. Bochum schaffte es in der zweiten Halbzeit aber nicht mehr, sich wirklich zu befreien. Und Mainz machte unbehelligt weiter, ließ sich nicht verunsichern von Manuel Riemann. Aaron Martin bringt den Eckball. Wittmer legt ihn nochmal raus. Burkhardt ist das. Aaron Martin bekommt den Ball, bringt die Flanke mit rechts. Und Onisivo nickt jetzt doch ein. 72. Minute, das längst überfällige Führungstor wird zur Bogenlampe für Riemann. Da kann er nichts als alt aussehen. Und das ist der entscheidende Treffer gewesen. Bochum schaffte es nicht mehr zurück. Es blieb bei diesem zu knappen Ergebnis. Für Mainz steht aber im Vordergrund der Sieg. Und die drei Punkte, die haben sie. Borussia Mönchengladbach möchte nach der solchen Saison im Vorjahr stabiler spielen und wieder vielleicht sogar die europäischen Plätze angreifen. Zu Gast Hoffenheim, die TSG, ja ebenfalls mit einem neuen Coach, also das Aufeinandertreffen zweier Neutrainer. Die erste Chance hier von Neuhaus per Freistoß, aber ziemlich ungefährlich. Viertelstunde gespielt. Borussia Mönchengladbach machte Druck hier im Borussia Park, wollte die Weichen auf Heimsieg stellen. Und da hatten sie die nächste gute Möglichkeit, die aber von Oliver Baumann pariert werden kann. War schon durchaus sehenswert, was hier Gladbach auf den Platz brachte in der Anfangsphase. Und Hoffenheim kam über Baumgartner zur ersten guten Chance. Kaderabek danach im Abseits. Die Elf von Breitenreiter spielte sich hier Stück für Stück nach vorne. Hier ist es aber eine deutliche Situation. Der Treffer von Baumgartner hätte gezählt. Sommer aber hat kein Problem. Wehrt ihn zur Seite ab und da ist dann eben Kaderabek im strafbaren Abseits.
Dennoch war die Mannschaft von Daniel Farke besser im ersten Durchgang. Markus Thüram, Itakura, der Neuzugang von Schalke, auf der 6 aufgeboten, zeigt hier auch seinen Offensivdrang, obwohl er ja eigentlich eher für die Defensive geholt wurde, hatte aber auch kein Glück. So ging es mit einem torlosen Remis erstmal in die Pause und Hoffenheim hatte dann wohl die richtigen Antworten gefunden. Gladbach spielte nicht mehr so zielstrebig wie noch im ersten Abschnitt und Hoffenheim setzte sich auch mal vorne fest. Wir sind aber schon in der 70. Minute und da ist es dann geschehen. Es wird nachträglich bestraft, wie fahrlässig Gladbach mit den Chancen im ersten Durchgang umgegangen wird. Ritter setzt den Ball in den Knick und Hoffenheim hatte jetzt eine der besten Phasen, wahrscheinlich die beste Phase im Spiel. Kramaric auf Baumgartner, 0:2, die kalte Dusche für die Fohlenelf, 0:2. Gleichzeitig der Endstand. In den Momenten, in denen es drauf ankam, war Hoffenheim hellwach und hatte Baumann hinten drin. Gladbach schaffte es nicht, die Chancen in Tore umzumünzen. Der SV Werder Bremen ist zurück in der Bundesliga, nun zu Gast beim VfL Wolfsburg. Die Wölfe wollen mit Niko Kovac wieder oben angreifen, natürlich nicht ganz oben, aber europäisch dürfte es gerne werden und dementsprechend ging es auch gut los. 8. Minute, Max Kruse, Ex-Werderaner, steht da völlig frei. Werder Bremen, das sich quälte im DFB-Pokal gegen Cottbus, war hier defensiv zunächst erstmal richtig gefordert und etwas überfordert, möchte man fast sagen. Max Kruse, Swanberg auf Arnold, 2:0 in der 20. Minute. Und der VfL Wolfsburg ging erstmal komfortabel in Führung. Von Werder Bremen kam nach etwa 25 Minuten dann mal was. Romano Schmid auf Friedel, aber Castells ist rechtzeitig draußen. Schmeißt sich dann hin, hat etwas Glück. Wenn Friedel den Ball leicht anlupft, dann wird es gefährlich. Aber das ist dann leichter gesagt als getan. Und Friedel ja eher auch defensiver. Vor der Pause dann noch einmal der VfL. Netscher auf Wimmer. Max Kruse, 3:0. 5 Minuten vor dem Seitenwechsel sah schon ziemlich deutlich nach Vorentscheidung aus. Und das konnte sich durchaus sehen lassen. Der SV Werder Bremen, der wird wohl eine schwere Saison haben. Aber 3:0 nach 45 Minuten, das ist schon ziemlich übel. Und auch im zweiten Durchgang sah es erstmal nicht besser aus. Wimmer, 4:0, 52. Minute. Bisschen unkoordiniert sieht das aus, wie die Bremer hier durch ihre eigene Abwehrreihe laufen. Wolfsburg wusste das aber auch perfekt auszunutzen. War dann defensiv zu dem, aber dann nicht mehr ganz sattelfest. Alles, was im ersten Durchgang hinten noch besser klappte, wurde jetzt von Werder Bremen dann doch nochmal in Aufsehen gesetzt. Kuhn Castells musste doch nochmal ran und Werder Bremen wollte sich nicht hier so mit diesem krachenden 4:0 wieder anmelden in der Bundesliga. Füllkrug auf Duxch, 4:1, 67. Minute. Zumindest das war gelungen. Auch verdient dieser Treffer. Den hatten sie sich dann mittlerweile auch schon erarbeitet. Auch die Schlusspointe gehörte Werder. Das 4:2 hätte dann auf dem Papier deutlich harmloser ausgesehen. 4:1 dann doch relativ heftig, aber ging unter dem Strich auch so in Ordnung. Wolfsburg gewinnt überzeugend. Am Ende ließen sie etwas nach, aber das lässt sich sicherlich auch justieren. Und Werder Bremen startet mit einer klaren Pleite. Stadtderby am ersten Spieltag. Union Berlin gegen die Hertha und die heimstarken Unioner.
Die wollten eben beweisen, dass sie weiterhin hier die Nummer 1 sind in der Hauptstadt. Aber die Hertha, sie hatte etwas wieder gut zu machen nach der Pokalpleite in Braunschweig. Konnten sie auch früh in Führung gehen. Dodi Luke Bacchio wird von Juniors freigespielt. Und der letzte Saison an Wolfsburg noch ausgeliehen war, markiert hier den ersten Saisontreffer für die Hertha. Hat er übrigens im Vorjahr auch gemacht bei der 1-2-Pleite gegen Wolfsburg. Aber am Ende ja, wurde es eben nichts. Kann auch Union das hier schnell wieder gerade rücken. Haberer in der 18. Minute mit dem Abschluss aus 17 Metern setzt den Ball aber noch vorbei. Auch Union quälte sich im DFB-Pokal, setzte sich dann aber doch durch in der Verlängerung. Für die Hertha war eben Schluss und in der Defensive zeigten sie sich sehr, sehr anfällig. Aber diesmal hielt erstmal die Null nach 26 Minuten. Christensen gegen ja, den Avoni-Ersatz, der hier um ein Haar sein erstes Bundesligator erzielt. Die Hertha vor der Pause dann aber auch nochmal vorne vorstellig. Wieder Luke Bacchio mit der Hacke auf Prince Boateng. Luke Bacchio und Juniec mit der Chance zum 2:0 war ihm hier aber noch nicht vergönnt. Ging mit dem 0:1 in die Pause. Der frühe Treffer von Luke Bacchio täuschte etwas darüber hinweg, dass Union doch schon die bessere Mannschaft im ersten Abschnitt war. Im Großen und Ganzen aber relativ ausgeglichen. Sibacö, eben der Neuzugang mit der Flanke. Plattenhardt kann erstmal rausköpfen. Union bleibt aber hartnäckig. Khedira. Sibacö auf Becker. Christensen im Nachfassen hat er ihn dann sicher. Große Möglichkeit, aber zu zentral dieser Ball. Dennoch arbeitete Union weiter am Ausgleich. Haraguchi. Becker und wieder Christensen. Der war gut aufgelegt gegen Braunschweig in 120 Minuten. Noch 4 Tore kassiert. Hier ist es weiterhin die weiße Weste, auch wenn Union das 1:1 schon lange verdient gehabt hätte. Die Hertha machte es clever, ließ die Uhr runterlaufen. Union kreierte nicht mehr so viel. Die letzte Möglichkeit gehörte auch der Hertha. Maolida mit dem vermeintlichen 0:2 in der 85. Minute. Er stand jedoch im Abseits. So blieb es bis zum Ende spannend bei diesem 0:1. Aber es reichte für die Gäste. Die Hertha gewinnt etwas überraschend, etwas glücklich, aber nicht unverdient bei Union. Der FC Augsburg und der Sportclub aus Freiburg haben die Stürmer gewechselt. Gregoritsch stürmt jetzt für Freiburg, Demirovic für Augsburg. Gregoritsch durfte auch gleich ran. Demirovic nur auf der Bank. Es stand aber erstmal ein anderer im Fokus beim SC Freiburg. Vincenzo Grifo wird hier aber von Bauerswade am ersten Saisontreffer gehindert. Freiburg aber mit einer drückenden Anfangsphase. Das sah richtig gut aus. Lienhardt, Grifo, Lienhardt scheitert an Gikiewicz. Der FC Augsburg traditionell als Abstiegskandidat gehandelt. Von der Mannschaft her muss das aber eigentlich nicht sein. Sie spielten aber erstmal so, als würden sie dazugehören. Aber Freiburg machte es auch richtig gut. Das Einzige, woran es noch fehlte, das war eben das Tor. Und hier ist es Michael Gregoritsch, der hier an seinem ehemaligen Teamkollegen Gikiewicz scheitert.
Die nächste Szene gehörte logischerweise wieder den Breisgauern. Sie überrannten Augsburg. Salai. Doan kommt nicht durch. Höfler, Doan nochmal auf Grifo, Kikiewicz. Dann irrt er durch den Strafraum und Gregoritsch ist Nutznießer. Das ist erst eine gute Tat. Dann muss Kikiewicz aber zurück auf die Linie. Da fehlt er dann und lässt Michael Gregoritsch bei seinem neuen Verein direkt mal wie eine Bombe einschlagen. Halbzeitstand 0:1, vollkommen verdient, hätte eigentlich höher stehen müssen, aber das hielt so die Augsburger im Spiel. Niederlechner, Rex Bischai und so schnell kann es dann gehen. Der Neuzugang auf Seiten der Fuggerstädter mit dem Ausgleich, Marc Flecken kann nur hinterher schauen. Augsburg jetzt wie von der Tarantel gestochen. Enrico Maaßen hatte in der Pause alles richtig gemacht, wie es scheint. 63. Minute, Arne Meyer markiert das 2:1, Spiel gedreht, Flecken noch dran, aber er kann den Einschlag nicht mehr verhindern. Konnte sich Freiburg nach guter erster Halbzeit zumindest noch den einen Punkt sichern. Grifo, Ginter bleibt aber am eigenen Mann hängen. Lienhardt, der steht zu allem Überfluss da noch im Abseits. Hätte gefährlich werden können. So verpufft diese Szene. Und so verpufft die letzte Hoffnung auf einen Punkt. Augsburg gewinnt tatsächlich nach Leistungssteigerung im zweiten Durchgang. Trotzdem schmeichelhaft mit 2:1 gegen Freiburg. Topspiel am Samstagabend, Dortmund gegen Leverkusen zum Auftakt in eine Bundesliga-Saison. Das ist schon mal passiert. Da gewann Leverkusen mit 2:0. Kießling mit einem Tor in der ersten Minute und einem in der 95. Und ebenso startete Leverkusen hier forsch und mutig rein. Nachdem sie sich blamierten im Pokal gegen Elversberg mit 4:3 rausflogen, hatten sie hier eine Trotzreaktion angekündigt und die kam. Dortmund setzte sich souverän gegen 1860 München mit 3:0 durch. Aber hier war erstmal Kobel gefordert. Die Defensive von Dortmund ganz schön unter Beschuss. Und Leverkusen weiterhin forsch, mutig und stark. Schick auf Diaby. 0:1, 15. Minute, der verdiente Führungstreffer. Hummels und Schlotterbeck noch nicht perfekt in der Absprache, aber da hatte das komplette defensive Konstrukt geschlafen. Dortmund kam dann, aber auch mussten sie auch zu Hause so starten. Das möchte man eigentlich nicht. Bellingham mit der Hacke zu Emre Can. Aus der zweiten Reihe wird Radetzky getestet, der auch nicht zufrieden war. 4 Gegentore gegen einen Drittligisten. Das hat ihm persönlich sicherlich auch richtig wehgetan. Hier kann er erstmal halten. Aber Dortmund wurde stärker und Leverkusen etwas fahrig. Andrich mit dem Fehler, der von seinem Keeper aber ausgebügelt wird. Daniel Malen, von dem erhofft man sich einiges in dieser Saison, ist hier aber noch zweiter Sieger. Aber Dortmund machte es jetzt richtig gut. Adeyemi, Dahoud zu Adeyemi. Ausgleich, Minute 34 und das war mittlerweile auch absolut überfällig. Adeyemi leitet es selber ein, bekommt den Ball von Dahoud zurück und markiert den Ausgleich. Und Dortmund wollte vor dem Seitenwechsel noch mehr. Reus, richtig guter Ball auf Malen. Diesmal dann aber wieder Radetzky, der Gewinner in einer 1-gegen-1 Situation. Richtig gut gehalten vom finnischen Keeper da zwischen den Leverkusener Pfosten. Leverkusen hatte den deutlich besseren Start. Danach übernahm der BVB das 0:1, weckte die Borussen auf und so kamen sie immer besser ins Spiel. Durchgang 2. Dahoud mit dem Fehler. Azmoun auf
Diaby, der darf in den Strafraum relativ unbehelligt einziehen. Schick bleibt in Schlotterbeck hängen, danach die Szene geklärt. Das eine sehr gefährliche Situation. Schlotterbeck und Hummels grooften sich da dann aber im Laufe des Spiels ganz gut ein. Dann passierte lange Zeit nichts, bevor dann der BVB noch einmal auf den Führungstreffer drängte. Aber es war noch immer einer dazwischen. Hier ist es Jonathan Tah, der ja im Pokal nicht spielte. Das vielleicht auch ein Grund für das Ausscheiden. Hier ist er mit dem Knie dran und verhindert, dass der Ball gefährlich aufs Tor kommt. Aber Leverkusen kam auch nochmal. Frimpong, Andrich, Schick und Diaby. 90. Minute alleine vor Kobel. Er weiß ganz genau, was er hier vergeben hat. Nicht leicht aus der Drehung. Kobel macht es aber gut. Der anschließende Eckball. Jetzt mussten die Dortmunder Fans nochmal Nägel kauen. Andrich und Schick, Pfosten. Überragende Parade von Kobel, der den hier noch irgendwie ans Aluminium lenkt. Das 1:1 jetzt glücklich für Dortmund. Es war immer noch nicht vorbei. Noch einmal Leverkusen. Arangis. Schick. Und da ist Asmun. Scheitert an Kobel. Was für eine letzte Möglichkeit. XXL-Chance. Dortmund rettet das 1:1 über die Ziellinie und muss sich damit am Ende begnügen. Noch leicht abgefälscht, das war nicht leicht für Kobel. So bleibt es beim 1:1. Dortmund kann damit zufrieden sein, muss damit zufrieden sein. Und Leverkusen, die hätten hier eigentlich 3 Punkte mitnehmen können. Sonntagnachmittag, der VfB Stuttgart trifft auf RB Leipzig. Die in weiß gekleideten Stuttgarter. Nach schwieriger letzter Saison am letzten Spieltag rettete man sich in allerletzter Sekunde erst. Hier sollte es ganz anders laufen. Und mit Leipzig hat man auch einen Gegner, der sich durchaus gewaschen hat. Die erste Möglichkeit gehörte aber auch den Schwaben. Starker Beginn hier der Elf von Pellegrino Materazzo. Leipzig noch nicht so richtig im Bundesliga-Modus angekommen. Das 3:5 gegen Bayern warf ja zumindest defensive Fragen auf. Und hier konnten sie sich glücklich schätzen, nach 18 Minuten noch nicht im Rückstand zu sein. Kalajdzic, aber Gulaschi ist zur Stelle. Der anschließende Eckball von der linken Seite. Und da wird's wieder gefährlich. Thiago Tomás. Dass es hier noch nicht 1:0 stand, war einzig und allein Gulaschi zu verdanken. Es war aber vom VfB Stuttgart ein beeindruckender Auftritt. Ja, dass sie stärker sein würden als im Vorjahr, das war schon zu erwarten. Aber so, das war schon richtig, richtig gut. Aber ganz auszuschalten ist die Offensive von Leipzig auch nicht. Benjamin Henrichs wird hier fürstlich bedient. Aus Spitzenwinkel scheitert er aber an Florian Müller. Es war ein unterhaltsamer, ein ausgeglichener erster Durchgang, weil Leipzig vor der Pause dann doch etwas stärker wurde. Szoboszlai. Dani Olmo nochmal zu Szoboszlai. Nkunku. Und da sehen wir erst in der Wiederholung, was das für eine Tat von Florian Müller war. Unglaublich. Mit den Fingerspitzen kratzt er diesen wuchtigen Schuss noch gerade so raus. Vor der Pause dann noch einmal Stuttgart. Der perfekte Ball. Weil Gulaschi nicht rauskommt, wird es erst so richtig gefährlich. Thiago Tomás erläuft sich den Ball, stand nicht im Abseits. Schießt dann aber vielleicht etwas zu früh. So dann 0:0 nach 45 Minuten. Es war eine Partie mindestens mal
auf Augenhöhe für den VfB Stuttgart, sogar mit leichten Vorteilen. Der zweite Durchgang brauchte ein wenig, um auf Temperatur zu kommen, dann aber wieder der VfB. Kalajdzic. Aber dieses Bild, das haben wir schon häufiger gesehen. Gulaschi, der jubelt, sich selber pusht für gute Paraden. Was war mit Leipzig los? Kam 10 Minuten vor dem Ende nochmal. Silva. Soboschlei, Olmo, Silva! Aber auch Müller war heute gut aufgelegt. Wenn es drauf ankam, dann war er zur Stelle. André Silva, der gegen Bayern nur eingewechselt wurde, dann aber beeindrucken konnte, macht hier nicht sein erstes Saisontor. Aber nochmal Silva. Da wird er umgegrätscht. Also da hat der ein oder andere Leipziger sicherlich auch etwas gefordert. Trotzdem blieb Leipzig dran und kam nochmal mit Nkunku. Aber der war zu schwach und somit blieb es beim torlosen 0:0, aber eines der deutlich besseren Sorte. Stuttgart kann zufrieden sein mit dem Auftritt. Leipzig wird sich etwas ärgern, wenig gemacht zu haben, aber das 0:0 geht in Ordnung. Zum Abschluss des ersten Spieltags gibt es nochmal einen richtigen Kracher. Köln gegen Schalke, Tradition pur in der Bundesliga. Schalke nach einjähriger Abstinenz zurück in der Fußball-Bundesliga. Und wie sie sich hier einfügen. 10. Minute, 0:1, Tobias Mohr, der Neuzugang mit einem starken Flachschuss, der für Schwebe nicht zu halten war. Köln flog im Pokal gegen Regensburg raus. Also Europa League, Conference League. Egal, jetzt war erstmal Bundesliga. Modest, Ausgleich. Da ranken sich ja auch noch Mythen um, ob der bleibt, ob er nicht bleibt. Wäre schon besser für Köln, wenn er bleibt. Hatte sich noch leicht verletzt im Pokal gegen Regensburg, war aber wieder dabei. Ein ausgeglichenes, ein gutes Bundesligaspiel mit fehlerbehafteten Defensivreihen und zwei Torjägern, die noch vor der Partie fraglich waren. Auf der einen Seite Modest und Thier, Simon, Terodde. Da hatte man maximal eigentlich über einen Joker-Einsatz gesprochen. Blitzheilung, der Vorteil am Spiel, wenn man Sonntagabend erst ran muss. 1:2, zur Pause ging so in Ordnung. Schalke richtig mutig, richtig forsch. Köln defensiv anfällig, wie man das schon gegen Regensburg sehen musste. Aber es währte nicht lange diese Trauer im zweiten Durchgang. 53. Minute, Marc Uth mit dem 2:2. Ex-Schalker möchte man noch leise hinterherrufen, aber in der Bundesliga ist ja mittlerweile eigentlich jeder Spieler bei jedem Verein mal gewesen, zumindest vom Gefühl her. Stunde jetzt von der Uhr, Köln wurde besser, Modest bringt Schwolo zur Glanzparade. Alexander Schwolo, Neuzugang bei den Gegentoren, war er machtlos. Hier kann er sich endlich mal wieder auszeichnen. Schalke aber weiterhin mutig nach vorne. Drexler. Tom Kraus kam vom 1. FC Nürnberg und macht in der 67. Minute dann mit diesem Schuss aus der zweiten Reihe mal auf sich aufmerksam. Der dreht sich aber weg vom Tor und ist dafür das Tor von Schwebe keine Gefahr. Es war alles offen für den Ausgang dieser Partie und Schalke den Müh besser momentan. Rodrigo Salazar, aber Schwebe kann halten. Schmitz klärt das Ganze dann. Es war ein richtig unterhaltsamer Sonntagabend. Und es war noch nicht vorbei. Köln kam nochmal. Uth auf Sakis Adamian und der kullert über die Linie. 89. Minute, das 3:2 für den 1. FC Köln. Kaminski setzt sich da nicht
gut genug durch. Adamian bringt den Ball vom Innenpfosten über die Linie und Köln setzt den Lucky Punch, gewinnt am Ende glücklich mit 3:2. Schalke hat aber gezeigt, dass es nach vorne richtig Spaß machen kann. Jo, das soll es mit dieser Prognose zum ersten Spieltag gewesen sein. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Ansonsten bedanke ich mich ganz herzlich bei euch fürs Reinschalten. Lasst gerne einen Daumen nach oben. Ne, habe ich glaube ich gerade schon gesagt. Na egal, ich will euch damit nicht nerven. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Haut rein und adios.